Und es ist ja auch wichtig, dass wir in all diesen Gremien dabei sind, auch wenn das manchmal ehrlich gesagt schwerfällt. Also mir geht das immer so, wenn ich aus dem Bundestag rauskomme, dann freue ich mich, wenn ich irgendwo zu einem Bürgerdialog kann, zu mir in den Wahlkreis kann, um mal normale Leute zu treffen, so wie hier heute Abend. Also deshalb nochmal vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich möchte den Vortrag, den ich eigentlich mitgebracht habe, der im Auto liegt, das, der wäre über Bildungspolitik gewesen, den möchte ich nicht halten, weil ich ehrlich gesagt noch unter dem Eindruck der Ereignisse stehe, der letzten, sagen wir mal, 48 Stunden, wobei das schon ein bisschen vorher angefangen hat. Ihr habt alle in den Zeitungen viel gelesen, in den sozialen Medien viel gelesen, ihr habt viel Blödsinn gelesen, ihr habt hoffentlich bemerkt, wie die Mainstream-Medien unterstützt von Politikern wie Ramelow, dem Innenminister aus Bayern, Herrmann, oder auch solchen Menschen, die wir aus anderen Zusammenhängen kennen. Der Wetterfrosch Kachelmann hat sogar geäußert in Social Media, es wäre besser, dass jemand wie Tino Chrupalla gar nicht geboren worden wäre. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Ministerpräsident immerhin von Thüringen postet, also das würde ich wie so ein Schüler streichen, nicht? Wer hat es gesehen? Er postet eine Kuchen, wie nennt man das? Eine Kuchen? Biskuitrolle in unseren Parteifarben, ja. Und schreibt unten drunter die Opferrolle. Ja, ja. So nach dem Motto, das sei alles nur erfunden und gespielt. Ich will euch deshalb mal sagen, wie ich das persönlich erlebt habe. Gemeinsam mit Norbert bin ich ja im Fraktionsvorstand. Und am Montag, den 25., jetzt hatten wir diese freie Woche, da war keine Sitzungswoche, da hatten wir unsere letzte Fraktionsvorstandssitzung regulär zu Beginn der Sitzungswoche. Alice Weil kam etwas verspätet und war sichtlich blass um die Nase im Gesicht. Sie setzte sich dann, ich weiß nicht, warst du da in der Sitzung auch, ne? Oder in der nicht? Ne? Dann kann ich dir das auch nochmal berichten. Setzte sich dann und sagte so, ich muss euch jetzt was sagen, das habe ich heute Morgen im Bundesvorstand nicht gesagt. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt schon erzählen soll oder darf. Am Wochenende kam die Polizei, Schweizer Polizei. Ihr wisst, sie hat eine Lebensgefährtin, die in der Schweiz wohnt, mit den Kindern. Übrigens auch nicht zum Spaß oder um Steuern zu sparen, sondern weil sowohl ihre Lebensgefährtin als auch die Kinder hier in diesem Deutschland, dem besten Deutschland aller Zeiten, angefeindet worden sind. Deshalb sind sie in die Schweiz gegangen und dort hat sie eben einen zweiten Wohnsitz. Die Schweizer Behörden haben diese Bedrohungsszenarien aufgefangen und offenbar als so ernst zu nehmen eingeschätzt, dass sie nicht nur Alice Weidel, sondern die ganze Familie mit den Kindern aus dem Haus herausgeholt haben. Und jeder, der selber Kinder hat, mag sich vielleicht mal in diese Situation versetzen. Ich bin Familienvater, habe drei Kinder. Was das mit einer Familie macht, wenn plötzlich die Polizei vor der Tür steht und sagt, ihr müsst erst mal raus. Ja, warum denn? Ja, was erklärt man den Kindern? Wo müssen wir hin? Irgendwo anders weg. So. Ja, also das ist die Realität, das passiert, das ist von den Schweizer Behörden bestätigt. Ja, dass die Familie dann später für sich entschieden hat, wir wollen erstmal zur Ruhe kommen und gehen vielleicht mal woanders hin und warum nicht nach Mallorca. Ja, wer will das der Familie zum Vorwurf machen oder das auch Alice Weidel zum Vorwurf machen, dass sie dort ihre Familie besucht hat oder mit ihr hingegangen ist in dieser schwierigen Situation, die ja auch eine Belastungssituation ist für die Familien, wo viele, wo man ja auch wissen muss, dass viele Familien von AfD-Politikern auch schon auseinandergegangen sind. Und ich kenne diesen Moment, wo man einfach mal sagen muss, jetzt muss ich nach Hause, jetzt muss ich zu meiner Familie. Und dann müssen das die Parteifreunde auch verstehen. Und es macht mich wirklich traurig, also vom politischen Gegner erwarte ich ja nichts anderes, aber es hat mich wirklich traurig gemacht, dass auch aus den eigenen Reihen teilweise Vorwürfe kamen, ohne dass man mit den Betroffenen, in dem Fall Alice Weidel, selbst gesprochen hat. Ja, sie würde sich hier einen schlanken Fuß machen und sie würde lieber Urlaub auf Mallorca machen, anstatt Wahlkampf zu betreiben. Das finde ich infam, so etwas zu verbreiten, das ist eine Schande für unsere Partei, wenn man solche Gerüchte hier streut, ohne mit der jeweiligen Person selbst gesprochen zu haben. Dann die zweite Sache will ich auch noch anfügen, finde ich es ähnlich bedrückend. Tino Chrupalla hatte ich gestern Morgen, habe gerade vorhin noch mal in meinem WhatsApp-Verlauf geguckt, geschrieben, wir schreiben uns öfter, weil wir eng zusammenarbeiten, ich bin für die Medienarbeit zuständig. Normalerweise antwortet er eigentlich innerhalb von Sekunden, Minuten.
Er hat den ganzen Tag nicht geantwortet, er war ja auch auf der Intensivstation. Auch das ist verbrieft. Und während er auf der Intensivstation war, lief die Medienmaschinerie der Mainstreamer-Medien an. Das habe die AfD doch alles nur erfunden, das sei nur ein Fake und auch eine Opferrolle und da war doch gar nichts und so weiter. Ja, inzwischen wissen wir, das ist bestätigt vom Krankenhaus, da war sehr wohl etwas. Ihm ist ein spitzer Gegenstand in den Oberarm gejagt worden. Die Einstichstelle hat man identifiziert. Man hat darüber hinaus festgestellt, dass im Muskelgewebe selbst offenbar eine Substanz eingebracht worden ist, weil es zu einer Reaktion dort gekommen ist. Welche Substanz das ist, wissen wir noch nicht. Hier laufen noch weitere toxikologische Untersuchungen, die natürlich nicht so schnell zu machen sind. Aber auch hier hat sich gezeigt, dieser Vorwurf, dass das alles nur erfunden gewesen sei oder andere haben ja geungt, hat bestimmt so viel getrunken oder sonst was. Das sind alles infame Lügen gewesen. In Wahrheit handelt es sich hier aus meiner Sicht um einen der schlimmsten Anschläge, nicht nur auf Alice Weidel mit dem Bedrohungsszenario und Tino Chrupalla ganz körperlich, persönlich, sondern das ist ein Anschlag, Norbert hat es auch schon angedeutet, auf unsere Verfassung, die eine demokratische ist. Und damit ist das ein Anschlag auf unsere aller Demokratie. Und wer jetzt von den anderen selbsternannten Superdemokraten nicht aufwacht und hier ein Stoppsignal sendet, der macht sich in meinen Augen mitschuldig. Ja. Und es ist schon bezeichnend, der Erste, also ich hoffe, ich habe da niemanden übersehen, aber der Erste, der hier tatsächlich umgeschwenkt ist, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, wir hacken ja, ich auch, oft genug und natürlich auch zu Recht auf den Grünen herum, aber interessanterweise hat nicht ein CDU-Politiker oder irgendein Minister oder sonst wer, doch Minister ist er auch, aber zumindest kein CDU-Politiker, wo man das vielleicht erwarten würde, oder FDP-Politiker, hat als Erster hier erkannt, was hier eigentlich abläuft, sondern es war der Cem Özdemir. Ja, der hat, ich dachte, ich lese nicht richtig, er hat auf Twitter sich entschuldigt, hat Tino Chrupalla gute Besserung gewünscht, ja, und hat gesagt, dass das wirklich ernst zu nehmen ist und er hat erkannt, dass das ein Anschlag auf unsere Demokratie ist. Ja? Also ich habe deshalb zum ersten und einzigen Mal bisher bei einem grünen Politiker nur ein Wort drunter geschrieben und es lautet Respekt, das hat er sich zumindest an der Stelle verdient. Ja? Aber was jetzt nicht heißt, dass er erwarten darf, dass wir im weiteren Wahlkampf und in den kommenden Wahlkämpfen schon werden, das sicherlich nicht. Da sind die Grünen sicherlich unser ideologischer Hauptgegner. Ja. Ja, und damit möchte ich eigentlich den Bogen schlagen zu, Norbert hat es ja auch schon angedeutet, zu diesem kleinen Flyer, der mir wirklich sehr wichtig ist und der vielleicht eine Grundlage sein kann für den Dialog, den wir gleich führen wollen, so dass wir dann auch wirklich auf die Themen nochmal zu sprechen kommen, die euch interessieren. Wer ihn schon mal angeschaut hat, da steht jetzt AfD drauf. Es ist eigentlich ein Faltblatt gewesen der Bundestagsfraktion. Und die Entstehungsgeschichte ist ganz einfach. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, wie jahrelang gesagt worden ist, ja, die AfD hat ja gar kein, ihr habt ja gar kein Programm. So. Und das wurde immer noch gesagt, da hatten wir schon längst ein Grundsatzprogramm und ein Wahlprogramm, wo das immer noch behauptet. Ich weiß nicht, wie oft ich das den Leuten dann zugeschickt habe. Gut, das können sie inzwischen nicht mehr sagen, wir haben ein Programm. Aber dann kam der zweite Vorwurf, naja, das ist ja alles so allgemein. Ihr sagt ja auch gar nicht, wie man, eben hatten wir ja die Frage ja auch, ne? Wie soll man denn die Probleme lösen? Was würdet ihr denn konkret tun? Und das war für mich oder für uns im Fraktionsvorstand der Anlass zu sagen, wir fragen doch einfach mal unsere jeweiligen AK-Leiter, sind das bei uns, die gleichzeitig die fachpolitischen Sprecher sind. Also zum Thema Inneres, Migration ist Gottfried Curio fachpolitischer Sprecher. Soziales, René Springer und so weiter und so fort. Gesundheit, Martin Sichert und die Reihe so durch. Und wir hatten dann die Sommerpause und ich habe die dann alle einzeln mal angerufen und gesagt, so, nun stell mal vor, lieber Gottfried, lieber René, wir schaffen es wirklich, an die Regierung zu kommen. Und stell dir vor, du wirst Minister. Und jetzt möchte ich von dir ganz konkret wissen, in einem Satz oder vielleicht auch die ersten ein, zwei Punkte, was wären deine ersten Maßnahmen, die du durchführst?
durchsetzen würdest. Was dürfen die Bürger erwarten, wenn du Ministerpräsident bist einer AfD-geführten Bundesregierung? Und es hat ein bisschen gedauert, einige mussten ein bisschen grübeln, weil teilweise kamen so, ne, da sind wir Lehrer ja streng, kamen ein bisschen Allgemeinplätze zurück, naja, ich werde Deutschland wieder sicherer machen. Ja, schön, das sagen alle, aber wie? Ne? Oder ich will, dass alle genügend Wohnraum haben, ja? Aber wie? Ne? So, und das ging dann ein paar Mal hin und her und herausgekommen ist dann dieser Flyer, den dankenswerterweise die Partei abgeschrieben hat, natürlich mit unserer Erlaubnis. Und es sind 10 konkrete Punkte. Hätten noch mehr sein können, aber wir haben ganz bewusst mal die Punkte herausgenommen, wo wir der Meinung waren, dass sie den Bürgern am meisten unter den Nägeln brennen oder auch die meisten Menschen betreffen. Nicht? Also ganz vorne steht bei uns die wirtschaftliche Situation, die Deindustrialisierung, die läuft. Denn ohne Wirtschaft, ohne Geld, ohne Steuergeld, was der Staat einnimmt, ist die Party sehr schnell zu Ende. Deshalb muss hier dringend gegengesteuert werden über die sogenannte große Transformation, die ja angestrebt wird, nicht nur von den Grünen, haben wir eben schon gehört, haben wir schon gesprochen. Da müssen wir uns natürlich gegen verwahren und das einsetzen. Der zweite Punkt, ähnlich wichtig, Freiheit und Bürgerrechte. Steuern runter, Freiheit auch für die Unternehmen. Das unterscheidet uns übrigens von den Linken. Nicht? Also viele denken immer so, Wagenknecht, tolle Frau, denke ich manchmal auch, hält super Reden. Hat auch ein Buch geschrieben, wo man jeder zweiten Seite einen blauen Haken drunter machen könnte. Aber vergesst bitte nicht, liebe Freunde, diese Frau ist am Ende des Tages doch eine Kommunistin oder Postkommunistin. Und wir sind eine soziale Partei, aber wir sind keine sozialistische Partei. Wir wollen keine weitere sozialistische Diktatur erleben. So. Und auch das hat Norbert schon ausgeführt, muss ich nicht nochmal in die Details gehen. Wir wollen natürlich die verheerende Migrationspolitik sofort beenden und damit zusammenhängend wollen wir natürlich unseren Sozialstaat retten. Und das ist sicherlich auch eine Sache, die eigentlich jedem klar wird, wenn er mal ein paar Sekunden drüber nachdenkt. Ein Sozialstaat, eine Solidargemeinschaft, die nicht klar definiert ist, ein Sozialstaat, der keine Grenzen kennt, der sozusagen jeden aufnimmt, der wird bald keiner mehr sein. Deshalb geht es nicht zusammen. Ich kann keine offenen Grenzen haben, jeden ins Land hereinholen und trotzdem noch glauben, man könne auf Dauer die gleichen Sozialleistungen zahlen, wie wir es bisher tun. Wenn wir die Grenzen offen lassen, wenn wir die Sozialtransferunion in der EU einrichten, dann werden wir natürlich den bisher gewohnten Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, nicht mehr haben. Dessen müssen wir uns klar sein. Wir als AfD wollen das nicht. Wir wollen unseren Sozialstaat erhalten. Ganz wichtiger Punkt, Sicherheit, innere Sicherheit, die Angriffe. Ich habe lange in der Nähe vom Görlitzer Park gewohnt, kann das inzwischen schon kaum mehr glauben, dass ich dort meinen erstgeborenen Sohn, das war vor rund 20 Jahren, dort mal auf den Spielplatz gebracht habe und so weiter. Dieser Park hat sich in den letzten Jahren extrem verändert und so wie der Görlitzer Park haben sich inzwischen viele Städte, übrigens auch nicht mehr nur in Westdeutschland verändert, sondern auch in Ostdeutschland. Wer ein bisschen durch unsere Republik reist, wir tun das ja im Wahlkampf jetzt, war vor kurzem auch in Bayern, Kitzingen beispielsweise, überall an den westdeutschen Bahnhöfen und darüber hinaus sieht man inzwischen nicht nur, dass es Ausländer sind, das wäre noch, sagen wir, gar nicht das Schlimmste an der Sache, sondern man muss schon noch mal aussprechen, welche Art von Ausländern, welche soziale Schicht das kommt. Es sind überwiegend junge Männer, es sind aggressive Männer, es sind Männer, die keinen Beruf haben, die keine Ausbildung haben, die bei uns auch keine Perspektive haben und die es auch schwer haben werden, auf normalem Weg eine Frau, eine Freundin zu finden. Ja, und dann ist das eigentlich ein Pulver, fast, das hier hingestellt worden ist. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es explodiert. Und es explodiert ja schon. Ne? Immer wieder, wenn man mal die einzelnen Meldungen liest, die sogenannten Einzelfälle, füllen ja inzwischen ganze Bücher und Chroniken, wo an jedem Tag an einer Ecke der Republik etwas passiert. Wichtig ist an der Stelle für mich immer zu sagen, den Hauptvorwurf machen wir gar nicht den jungen Männern, die aus Afrika oder arabischen Ländern und so weiter zu uns kommen.
Da ist sicherlich auch der ein oder andere feine Kerl darunter. Ich habe lange an einer Brennpunktschule in Berlin unterrichtet, im Wedding. Noch heute kommen Schüler zu mir, begrüßen mich, aus denen was geworden ist. Wunderbar, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Deshalb ist der Hauptvorwurf auch zu richten, nicht an die, die einfach hierher kommen und auf ein besseres Leben hoffen, sondern der Hauptvorwurf geht natürlich an die eigentlichen Verbrecher. Und die eigentlichen Verbrecher, das ist unsere Regierung, die das zulässt und die Menschen hierher lockt. So, dann Außenpolitik, Punkt 6, ich mache es ein bisschen schneller, deutsche Interessen wieder durchsetzen, das wäre auch mal was. Frau Baerbock, ja, sorgt ja für alle möglichen Länder, gerne für die Ukraine, da gehen unsere Waffen hin, da geht unser Geld gerade hin, wir wissen nicht wozu, wo das alles enden soll. Deshalb ist das schon ironisch, dass da drüben ein paar Vögel standen mit Friedensfahnen, die sie uns vor die Nase halten. Dabei sind das doch die Kriegstreiber, die schicken doch die Waffen dahin. So, Punkt 7, eine starke Bundeswehr haben wir leider auch nicht mehr. Scholz hat sich zwar hingestellt im Bundestag und hat angekündigt, ein 100-Milliarden-Paket. Ich war von Anfang an skeptisch. Ich bin sitzen geblieben, wie die meisten in meiner Fraktion. Der Rest des Hauses, einschließlich Grüne, FDP, ja, bei denen wundert es mich nicht, die Frau Strack-Zimmermann ist auch gut vernetzt mit der Rüstungsindustrie, die sprangen auf wie im chinesischen Nationalkongress und jubelten. Wie irre! Ja, wie kann man denn jubeln, wenn gerade beschlossen wird, für 100 Milliarden todbringende Waffen anzuschaffen? Wenn es denn sein muss, ist das eine bittere Entscheidung, die man doch nicht bejubelt wie in einem Fußballstadion. Das ist ein vollkommen infantiler Haufen, den man hier im Bundestag häufig erlebt bei einer so schwierigen Entscheidung wie der Aufrüstung der Bundeswehr, die ja gar nicht zu einer Aufrüstung der Bundeswehr jetzt führt, sondern eben zu einem Durchreichen der Waffen in die Ukraine. Und auch da gibt es ja kein Halten mehr. Nicht? Es ging los mit ein paar Helmen. Ja, ja. Ja. Da haben wir noch geschmunzelt. Ja, dann kamen die Gewehre dran. Dann kam, sollen wir Panzer liefern? Dann kamen die Panzer. Ja, aber alles werden jetzt doch nicht die Jets werden. Jetzt sind schon die Jets da. Und dann hieß es, ja, aber doch nicht die Taurus-Raketen, also Marschflugkörper, mit denen man auch Russland erreichen könnte. Jede rote Linie, die hier aufgezeigt worden ist, ist inzwischen überschritten worden. Und ich wette, die kennen keine roten Linien. Und wenn wir diese Bundesregierung nicht stoppen, dann werden die uns in den Dritten Weltkrieg treiben. Und auch das wollen wir als AfD verhindern und nicht die Grünen, die da draußen standen. Wir nähern uns der Zielgeraden. Punkt 8, Familien stärken, Erziehungsarbeit belohnen. Liebe Freunde, ich bin Jahrgang 68, ich erinnere mich noch gut an meine Kindheit in einem kleinen Dorf in Bayern. Bei uns in der Straße gab es praktisch in jedem Haus Kinder. Wenn man spielen wollte, ging man einfach raus. Es gab natürlich keine Handys. Wir kamen nach Hause, wenn die Glocken läuteten oder die Laternen angingen, je nachdem. Und waren ziemlich frei, haben im Wald gespielt, Baumhäuser gebaut, hatten Banden und so weiter, Fußball. Alles dergleichen. Und wenn man nach Hause kam von der Schule und dann Sportverein ging oder eben raus mit den anderen Spielen, dann war zu Hause jemand. Das nannte man Mutter früher. Ne? Meistens war es die Mutter, manchmal auch der Vater. Und diese Mutter hat für einen gesorgt. Die hat dafür gesorgt, dass es was zu essen gab. Manche Mütter hatten auch noch vielleicht einen Job nebenbei, Teilzeitjob. So, und das war ein Modell, mit dem waren viele zufrieden. Und das Geld auch eines Facharbeiters, das waren nicht alles Akademiker bei uns in der Straße, das Geld eines westdeutschen Facharbeiters hat gereicht, um die eigene kleine Familie zu versorgen, ein kleines Häuschen mit Garten zu haben und einmal im Jahr in Urlaub zu fahren an die Ostsee oder auch mal woanders hin, Jugoslawien beispielsweise. So, und heute reicht dieses Geld nicht mehr von einem. Die Frauen sind genötigt, Vollzeit zu arbeiten, selbst wenn sie es nicht wollen, damit das Familieneinkommen reicht. Und das ist keine gute Frauenpolitik, das ist keine gute Familienpolitik. Wenn nämlich Menschen gezwungen sind, mehr zu arbeiten, als sie eigentlich wollen und ihre Kinder dafür in eine Fremdbetreuung geben müssen, dann ist das ein Armutszeugnis für ein angeblich doch so reiches Land wie Deutschland, liebe Freunde.
So. Ja, ein Thema, das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt jetzt, aber es kann ganz schnell wieder kommen. Gesundheitliche Eigenverantwortung stärken. Auch hier haben wir einen übergriffigen Staat erlebt, der uns nicht nur vorschreiben will, wie wir zu heizen haben, wie wir uns fortbewegen sollen und demnächst auch übrigens, was wir essen sollen. Es ist gerade ein Bürgerrat eingerichtet, der sich darüber Gedanken macht, welche Nahrungsmittel denn legitim sind und welche nicht mehr. Nicht? Deshalb haben wir gesagt, gesundheitliche Eigenverantwortung ist extrem wichtig. Es kann doch nicht sein, dass irgendwelche staatlichen Behörden auf sich ständig ändernden Studienergebnissen uns Vorschriften machen, welche Stoffe wir uns injizieren lassen, welche Impfungen wir uns ergehen lassen oder welche nicht. Und das Ganze war ja auch ein massiver Angriff auf unsere Grundrechte und auch auf die Gesundheit unserer Kinder. Eine Aufarbeitung steht immer noch aus. Wir haben die angemahnt im Bildungs- und Forschungsausschuss. Von der zuständigen Ministerin kam nur ein Achselzucken. Ja, man will die Probleme aussitzen. Und was sagte Herr Lauterbach nicht, als man ihm dann gesagt hat, naja, diese Schließung der Schulen und Kindergärten, die ja angeblich Pandemietreiber gewesen sind, die Kinder könnten ihre eigenen Großeltern umbringen und so weiter. Da sagte er selbst, ja, das war gar nicht nötig. Jetzt haben wir andere Studien gehabt. Nicht? Also, ne, wir haben euch eingesperrt, aber eigentlich war es nur ein Versehen. So, ein Test. Ne, ein Test, ja, vielleicht auch ein Test. Ne, und da brauchen wir dringend eine Aufarbeitung. Es kann nicht sein, dass diese Corona-Diktatur einfach so ohne Folgen bleibt. Wir wollen, dass hier die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie sich vor einem Untersuchungsausschuss zu ihren Taten verantworten müssen. Das fordern wir als AfD-Bundestagsfraktion. Und wir kommen schließlich zum letzten Punkt. Bildung ist gerade natürlich auch ein Landesthema, immer mehr auch ein Bundesthema. Auch hier erleben wir einen Totalangriff auf die Fundamente unseres eigentlich bisherigen Erfolgsmodells in Deutschland. Einigen fällt das erst auf, wenn das so mal auf die Spitze getrieben wird. Vor kurzem gab es eine Diskussion über die Bundesjugendspiele. Da fällt, manche sind besser als andere. Wettbewerb. Ist ja ganz schlimm, ne? Alle Kinder müssen ja gleich sein. Am besten zur gleichen Zeit über die Ziellinie kommen, weil sonst verliert ja einer und ist ganz traurig. Ja, also das Ganze passiert auch in den Schulen. Es gibt in Berlin inzwischen Schulen, und gerade mich vor wenigen Tagen mit einer Grundschullehrerin unterhalten, dort wird einschließlich bis Klasse 6 gar nicht benotet, die kriegen gar keine Noten. Also da gibt es nur Wortgutachten der Lehrer, die auch möglichst im Wagen bleiben, weil sonst kann ja auch jemand weinen oder sich beschweren. Damit, und ich hoffe, die hier anwesenden Lehrer geben mir recht, wenn man den Kindern die Chance nimmt, in ihrer Kindheit und Jugend Siege, aber auch Niederlagen erleben zu dürfen, dann nimmt man ihnen die Möglichkeit, sich entwickeln zu dürfen. Denn diese Siege und Niederlagen, die werden sie später im Leben auch erleiden müssen. Ja, und dann wissen sie nicht, wie sie mit umgehen können. Und das sehen wir jetzt an diesen Klimaklebern und sonstigen, ja, die nicht verstanden haben, dass man nicht einfach morgens oder feierabends Berufsverkehr sich auf die Straße setzen kann, ja, und kann die Leute da aufhalten. Ja. Die werden noch ihr blaues Wunder erleben. Ich habe selbst Szenen erlebt hier auf der Stadtautobahn, wo die Autofahrer inzwischen aussteigen und die von der Straße rupfen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, darf ich das sagen? Doch, ich muss es sagen. Mein Mitleid hält sich da an Grenzen, wenn ich das sehe. Ja.